Hallo Leute, willkommen auf dem offiziellen YouTube-Kanal von iMyPhone. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr iPad auch dann löschen können, wenn Sie das Passwort vergessen haben. Lassen Sie uns einfach loslegen. Vielleicht haben Sie ein gesperrtes iPad, das Sie schon lange nicht mehr benutzt haben und Sie es als neues iPad leeren möchten. Dann haben Sie plötzlich einfach das Passwort vergessen. Wie kann ich in diesem Fall ein gesperrtes iPad ohne Passwort wiederherstellen? Sie können diese zwei Methoden ausprobieren. Erstens können Sie Ihr gesperrtes iPad ohne Passwort mit der Funktion Mein iPad suchen von der iCloud löschen. Schritt 1. Verwenden Sie Ihren Computer, um sich bei iCloud.com/find anzumelden. Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID und Ihrem Kennwort bei dem Dienst an. Schritt 2. Suchen Sie und wählen Sie iPhone suchen. Schritt 3. Klicken Sie auf die Option Alle Geräte. Wenn Mein iPad suchen aktiviert ist, wird auch Ihr iPad auf dieser Seite angezeigt. Schritt 4. Wählen Sie die Option iPad löschen, um alle Daten auf Ihrem iPad zu löschen. Jetzt, wenn Sie Ihr iPad öffnen, wird iCloud Ihre Daten wiederherstellen. Diese Methode dauert zu lange und funktioniert nur für diejenigen, die die Funktion Mein iPad suchen auf Ihrem iPad bereits aktiviert haben. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass Ihr iPad mit dem Internet verbunden ist. Die zweite Methode ist für den Fall, dass Sie die Finde mein iPad Funktion deaktiviert haben. Sie können auch auf ein anderes Drittanbieter-Tool zurückgreifen, um Ihr gesperrtes iPad ohne Passwort zu löschen. Und das ist iMyPhone LockWiper. Während andere iPad-Entsperrungstools Stunden oder Tage brauchen, bevor Sie Ihr gesperrtes iOS-Gerät entsperren, bietet LockWiper Ihnen mit nur wenigen Klicks sofortigen Zugriff auf Ihr iPad. Hier sehen Sie, wie man es macht. Schritt 1. Laden Sie LockWiper herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC oder Mac. Starten Sie LockWiper und wählen Sie den Modus Bildschirmpasswort entsperren. Schritt 2. Schließen Sie Ihr Gerät mit einem USB-Kabel an und klicken Sie auf Weiter. Schritt 3. Laden Sie das Softwarepaket für Ihr iPad herunter, indem Sie auf die Schaltfläche Download klicken. Wenn der Download abgeschlossen ist, klicken Sie auf Extrahieren. Schritt 4. Nachdem die Extraktion abgeschlossen ist, klicken Sie auf Freischaltung starten. Geben Sie 6-mal die 0 ein, um Ihre Anfrage erneut zu bestätigen. Und klicken Sie dann auf Freischalten. Und das war's. Sie haben erfolgreich ein iPad entsperrt. Das war's für heute. Wenn Sie das Video hilfreich fanden, gebt uns einen großen Daumen nach oben und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie Fragen zu diesem Video haben, können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.